Das obligatorische Shooting inszenierten die Fotografen vor dem Frankfurter Nationalheiligen Goethe. Doch es war eher sein Vorgänger Max Hollein, der dem neuen Dreifachdirektor Philipp Demand bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Frankfurt ständig über die Schulter zu schauen schien. Die Fußstapfen sind groß. Wir wissen alle, dass Max Hollein in Frankfurt so eine Art Lichtgestalt war. Er wurde wirklich sehr verehrt und zu Recht. Und das ist natürlich durchaus eine Belastung für jemanden, der neu kommt. Und zumal er ja von Anfang an alle drei Häuser übernimmt. Das hatte Max Hollein nicht getan. Max Hollein kam zunächst als Schirndirektor nach Frankfurt und hat erstmal die Schirn wieder aufgebaut. Und dann bekam er zusätzlich noch das Städel und das Liebighaus dazu. Hier kommt ein junger Mann, der sofort alle drei Häuser bekommt. Das ist eine große Aufgabe. Zur Vorstellung Philipp Demands im Metzlersaal des Frankfurter Städels hatten sich alle namhaften nationalen Medien versammelt, die der sympathische Mit-40er mit entwaffnender Ehrlichkeit schnell für sich gewinnen konnte. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, mich Ihnen allen heute vorstellen zu dürfen. Ich fühle mich sehr willkommen in Frankfurt und bin dafür sehr dankbar. Ein Kollege von Ihnen hat neulich in einem ansonsten sehr wohlwollenden Artikel über meinen Wechsel nach Frankfurt geschrieben: Demand präsentiere seine künstlerischen Vorstellungen, Zitat, stets mit einer Steve McQueen-haften Lässigkeit. Seit ich das gelesen habe, bin ich total verspannt und muss mir alles, was ich sagen möchte, aufschreiben. Gelernter Kunsthistoriker, danach Dezernent bei der Kulturstiftung der Länder und zuletzt Leiter der Alten Nationalgalerie in Berlin. Nach einem kurzen Abriss seines Lebenslaufes beschwor Demand vor allem die Kontinuität, der er sich in seiner neuen Aufgabe verpflichtet fühlt. Also in Frankfurt ist ja in den vergangenen Jahren sehr vieles sehr gut und sehr richtig gemacht worden. Es ist ein ganz aufregender Ort für die Kunst geworden. Es gibt große Ausstellungsprojekte, kleine Ausstellungsprojekte. Es gibt diese ganze digitale Erweiterung, die eigentlich für Frankfurt sehr, sehr wichtig geworden ist. Frankfurt hat eine richtige Pionierrolle eigentlich auch eingenommen in diesem Bereich. Dieses Niveau zu halten und weiterzuentwickeln, das ist auf alle Fälle eine Herausforderung, der will ich mich auch stellen. Welche inhaltlichen Veränderungen es dann geben wird, das muss man sehen. Also man wird erstmal mit den Teams sprechen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Museen sind sehr komplexe Gebilde. Man tut eigentlich gut daran, am Anfang auch erstmal wirklich hinzuhören und hinzuschauen, bevor man dann mit Änderungen kommt. Die Kunst digital noch einfacher für alle zugänglich machen, unbekannte oder vergessene Künstler entdecken und dabei immer die Geschichten hinter der Kunst und ihrer Präsentation im Museum erzählen. Zwischen den Zeilen war dann doch die ein oder andere Schwerpunktsetzung herauszuhören, mit der Demand aus dem Schatten Max Holleins heraustreten will. Die Biografie von Philipp Demand ist eine andere. Auch die Schwerpunkte seines Tuns, seines Handelns, seiner Gedanken sind andere. Also er ist kein Max Hollein II, sondern ist ein Philipp Demand I. Die ersten Ausstellungsprojekte seiner Amtszeit wurden noch unter seinem Vorgänger geplant. Es wird also noch eine Weile dauern, bis sich mit Gewissheit sagen lässt, wofür der Name Philipp Demand steht.